Naja, vielleicht doch in den Hof. Hallo, halli, liebe Freunde der Blasmusik. Ich bin's wieder, der Flipperstein Schmatz, alter Knackerschmatz aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich befinde mich gerade in, wie heißt's da? In Günzburg, in Deutschland. Stellt euch das mal vor. Und ich habe die aktuellen Corona-Zahlen und Fakten für euch. Heute ist der 29.07.2020, Stand 17 Uhr. Es gibt 20.846 positiv getestete Personen in Österreich. Das sind 64 mehr als gestern. Es gibt 870.602 durchgeführte Testungen. Das sind 9.396 mehr als gestern. Es gibt 1.606 aktive Fälle inklusive Spital. Das sind 21 mehr als gestern. Es gibt 698 Verstorbene. Das sind 2 mehr als gestern. Es gibt 74 Personen im Spital ohne Intensiv und gleich geblieben. Und 20 Personen auf der Intensiv. Das ist plus 5. Aber hallo, oder? Ja, ihr merkt es. Da ist irgendwie so eine Schummlerei. Die tragen das nicht pünktlich ein und dann sehen wir so Schwankungen von Tag zu Tag. Heute ist es ein bisschen entspannter. Wir sind heute enorm früh aufgestanden. 5 Uhr 10 war es, glaube ich. Weil ein Kind beschlossen hat, aus, Nacht beendet. Haben wir gar nicht lange herumdiskutiert. Sind aufgestanden, haben den Fernseher eingeschalten. Ja, im Urlaub gibt es Fernseher, das ist bei uns so Tradition. Und da schauen wir mal die Kanäle durch, was man so ungefähr schauen kann. Und es gibt hier den Kanal 1. Das ist der Infokanal. Da siehst du konkret eine Landkarte vom Legoland. Dann gibt es den Kanal 2. Das ist der Lego-Action-Kanal. Da laufen den ganzen Tag so Lego-Serien. Mann, sind die doof. Es gibt nicht viel, worüber man bei Lego, bei Produkten schimpfen kann. Aber die animierten Serien, wow, sind die blöd. Kann ich nur sagen, das möchte ich jetzt gar nicht schön reden. Also haben wir die weiteren 30 Sender, die es hier gibt, durchgeblättert und sind dann bei Arte hängen geblieben, denn überall anderes war sehr dumm oder nichts Kindertaugliches. Und einmal haben wir kurz ein Stück über Wespen gesehen, das war übrigens auf RTL explosiv. Wir haben gedacht, wow, explosiv, mit einer vernünftigen Sendung. Und dann ist die Vorschau gekommen auf das, was nach der Werbung ist. Dann ist, ja, explosiv ist noch immer das, was es vor 30 Jahren war, wie ich es gesehen habe. Egal. Ja. Dann haben wir da durchgezeppt. Ich habe eigentlich ein Lego mit, die 42055, den Schaufelradbagger, den großen, von wegen Baum. Ich zeige euch mal, was ich schon gebaut habe. Nichts, nicht einmal einen Stein habe ich gebaut. Denn ich habe mich gestern Abend noch ein paar Stunden mit meinem VPN-Tunnel zu meinem Heimnetzwerk beschäftigt, damit ich diese Videos rüberladen kann. Das Video, das ihr gestern gesehen habt, habe ich tatsächlich mit TeamViewer übertragen. Es hat 2,5 Stunden gedauert, da waren wir essen, das war okay. Ich habe dann einen kurzen Test gemacht mit den Netgear VPN-Clienten, das hat grundsätzlich mal funktioniert, allerdings muss ich dann jegliche Sicherheitsmaßnahme abschalten, damit das irgendwie aufbaut und das ist keine Option. Deshalb habe ich das abgebrochen. Und aktuell habe ich gerade das Projekt, den Windows-eigenen VPN-Clienten als Tunnel zu verwenden. Und das funktioniert original überhaupt nicht. Jetzt habe ich jetzt gerade einen ganz mutig, aus Deutschland habe ich jetzt ein Firmware-Update auf meiner SRX 5308 gestartet und bin gespannt, was passiert. Ja, zurück zum Thema. Wir waren gestern essen. Und nachdem es hier ja ums Essen geht, habe ich mir gedacht, berichte ich doch übers Essen, ja? Und es war als erstes urkompliziert. Also der Mann an der Rezeption, also Rezeption am Eingangsbereich des Gasthauses der Piratentaverne hier im Legoland Ferndorf, war irgendwie audiert. Okay, er hat irgendwie da die Leute, wie man wegschicken müssen, jetzt erst um 5 aufsperren und Reservierungen entgegennehmen müssen. Und parallel dazu die Bar betreut, die ganz woanders ist. Nachvollziehbar. Gut, entsprechend kompliziert war es schon. Meine Frau hat dann reserviert, wir sind ins Zimmer gegangen, haben uns vorbereitet und sind dann kurz vor 5 runtergegangen. Und dann haben wir ernsthaft da einen Tisch zugewiesen bekommen. Da hat uns dann eine nette Dame zum Tisch begleitet und da sind wir mal gesessen und haben in die Luft geschaut und haben uns nicht auskennt. Am Tisch ist so eine komische Karte gelegen, die schaut so aus.
Ich zeige euch nur die eine Seite der Karte, denn die andere habe ich nicht fotografiert. Und dann hast du schon mal das Problem als Vegetarier, dass nur die Hauptspeise ausgewiesen ist, vegetarisch alternativ, alles andere nicht. Okay, wir sind dann dort so 10 Minuten, glaube ich, 15 Minuten gesessen. Und dann ist ein sehr großwüchsiger, dunkelhäutiger Mann gekommen im Piraten-Outfit mit Mundschutz natürlich und Nasenschutz. Er hat ihn übrigens auch korrekt getragen, was ja nicht immer so üblich ist. Und war ganz spannend. Er hat sich als erstes entschuldigt, dass wir so lange gewartet haben. Und mir gedacht, okay, wow. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mann aber sowas von kompetent und nett und freundlich ist und sowas von motiviert. Und unkompliziert, der unkomplizierteste von uns überhaupt. Denn wir haben gesagt, wir haben keinen Schimmer, was bedeutet das? Da steht eine Vorspeise, dann stehen 10 Punkte und dann denkst du, eins aussuchen ist keine Vorspeise. Zwei aussuchen ist unlogisch und alles, das ist ja absurd. Und dann haben wir gesagt, ja, sie kriegen alles. Und ich sage, wie bitte? Wir kriegen alles, was da auf der Karte steht? Ja, sie kriegen alles. Und ich dachte, boah. Über den Preis hat er nicht geredet. Ich habe mal kurz hingeschaut und habe wieder weggeschaut. Das hat mir gereicht. Okay. Hab gesagt, okay, wir sind Vegetarier. Und er hat gesagt, okay, wir werden das schon hinbekommen. Alles vegetarisch. Das ist sehr irritierend für ihn gewesen. Offensichtlich gibt es keine Familien mit Kindern, die vegetarisch essen. Wir waren 5 Personen und haben gesagt, wir essen vegetarisch. Und dann da nicht herumzappeln. Ja. Ich bin gerade begeistert, weil mein Netzwerk ist wieder erreichbar. Das heißt, das Firma-Upgrade hat entweder nicht funktioniert oder es hat funktioniert und ich komme nur hin. ihr werdet es ja sehen, ob ihr das Video seht. Gut, dann ist er gegangen und dann kommt, geschätzte 10 Minuten später, eine Frau mit 2 Tabletts und stellt die hin und sagt, Vorspeise. Moment, wir sind Vegetarier. Sie, hey, was seid ihr? Vegetarier. Ah, was sind Vegetarier? Ach ja, die kein Fleisch essen. Und gesagt, also das mit Fleisch geht nicht. Und sie war total perplex, hat nicht gewusst, was sie tun soll. Und dann ist zufällig der großwüchsige Mann gekommen. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, war vielleicht doof. Er war echt super. Und hat gesagt, nein, also hat das wieder weggetragen. Sie, aber da können wir doch das. Er hat gesagt, nein, hat er weggetragen. Und kurze Zeit später hat er dann alle Vorspeisen der Karte, die vegetarisch sind, gebracht. Und es ist unglaublich, wie lecker das war. Hat so ausgeschaut. Das haben wir dann erfolgreich gegessen. Und das Brot war auch von und zu lecker. Und überhaupt, ja. Also es war echt, was waren die Vorspeisen? Käse ist sowieso gut. Was waren noch für Vorspeisen? Dieses grüne Creme zeigt das Scharfe, ja? Gemüsesticks, also diese eine Creme, diese Kräutercreme bei den Gemüsesticks, also von und so, hoho, wegen denen alleine könnte man schon herkommen, sage ich euch. Gut, und dann sind sie gegangen und haben wieder 2 Pfannen gebracht mit der Hauptspeise. Und da waren so pinkelweiße Spargel und ganz komische Sachen drauf. So hat das ausgeschaut. Das war also Spargel. Meine Frau hat jubiliert. Nicht ohne später zu schimpfen, aber es ist ein anderes Kapitel. Spargel, dann Tomaten und in die Tomaten haben die reingestopft die Schwammerl. Aber leckere Schwammerl. Und dann haben sie ernsthaft diese Kartoffelgitter geschichtet mit irgendeinem Kartoffelbrei dazwischen und wieder Gitter und wieder Brei und wieder Gitter. Menzel, wie hat das geschmeckt? Menzel, wie hat das geschmeckt? Der hat nur Spargel gegessen. Na, ich habe dir das doch gekostet. Hab dich das nicht zum Kosten gegeben? Nein. Also, habe ich gegessen. Ups. War gut. Spargel war auch okay. Aber Spargel ist halt Spargel, ne? Aber war auch okay. Und dann haben sie noch einen Krug gebracht mit so einer grünen Kräutersauce. Habe ich so ausgedacht. Habe so Kräutersauce. Und dann gesagt, ah, Salat. Ups, das war das Kräuterdressing für den Salat. Peinlich. War aber auch lecker. Salat habe ich. Zeige ich euch jetzt. Essen, wahnsinnig lecker. Und muss man jetzt ehrlich sagen, sie haben dann noch einen Teller gebracht mit noch einer Portion, die hat so ausgeschaut. Hat die Dame gesagt, das ist die 5. Speise und ich, hä, die 5.? Ja, die 5. Wir waren ja 5 Personen. Hä? Okay.
Haben wir alles erfolgreich gegessen? Jetzt muss ich dazu sagen, ich esse nicht wenig. Aber wir waren satt. Kurz davor war allerdings der schwarze, also dunkelhäutige Mann da und hat gesagt, wenn es zu wenig ist, sagt was, wir bringen euch noch. Hat er gesagt, ja, wir haben nichts mehr gesagt. Nö, ich habe sie zahlen bitte und den Nachtisch. Und ja, und dann hat er den Nachtisch gebracht. Da muss man jetzt sagen, da war die Menge wirklich klein. So ein bisschen Eis, ein bisschen Beeren. So hat es ausgeschaut. Und Küche. Meine Frau hat nicht geschimpft über den Nachtisch. Der Nachtisch, der war voll und zu überhaupt lecker. Und ich habe mich gefreut, denn meine Frau hat kein Eis gegessen. Und es waren komischerweise 6 Kugeln Eis. Ich habe zugeschlagen. Aber voll und zu überhaupt habe ich zugeschlagen. Ja, und das war echt lecker. Und wie war das? Nö, der Floh in langen Lebern ist nicht so teuer. War gut, aber billig ist nicht. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sein, das ist jetzt kein so ein Junkfood, wie du es vielleicht in Österreich gewohnt bist, wo du dich als Vegetarier freust, wenn du in einen Vergnügungspark Gemüselaberl und mit Pommes kriegst oder so. Das ist so richtig hochwertiges Essen. So gute Zutat, guter Geschmack, extrem aufwendig hergerichtet, tolles Gesamtambiente. Ich meine, schaut euch mal das Zimmer an. Ich mache da mal so einen Rundschritt. Das ist das Zimmer. Da hast du eine Piratentapete. Gut, als Erwachsener wirst du manchmal ein bisschen nervös. Das ist jetzt der Erwachsenenbereich des Zimmers. Schaut euch das an. Und das ist aber bitte von und zu überhaupt, das ist edel lackiert. Und schaut mal, wer da sitzt. Ja, das ist ein Papagei aus Legosteinen. Und du brauchst an nichts denken. Die Vorhangstange. Ja, es gibt Vorhang und Fliegengitter hier. Und Klimaanlage. Und die funktioniert. Die Vorhangstange ist ein nachgemachter Lego-Bimpfel mit Hund. Also, ich muss sagen, also ich bin beeindruckt. Also, da ist nichts minderwertig. Und das schaut alles aus wie neu. Keine Ahnung, wann sie das gebaut haben. Aber es schaut aus wie neu. Das Einzige, was nicht ganz neu ausschaut, sind diese Dorfhütten da drüben. Das Feriendorf. Die Nummern 1 bis 50 schauen nicht so neu aus. Die schauen 2-3 Jahre alt aus. Da ist die Farbe ein bisschen gebleicht. Aber sonst alles nagelneu hier. Und ja. Und Essenqualität von uns überhaupt. Ja, dann haben wir unsere Kinder ins Bett gesteckt und waren hochoptimistisch, weil wir geglaubt haben, die schlafen. Irgendwann war dann doch mal Ruhe, so gegen 10 oder so. Ich meine, es war spät für unsere Kinder, sie sind um 7 ins Bett gekommen und es war ewig keine Ruhe. Es war Katastrophe. Nur der eine, der da noch steht, der hat Ruhe gegeben, darum ist er jetzt noch auf. Und die anderen sind jetzt im Bett, weil die sind kaputt. Die funktionieren nicht mehr. Die sind hinüber. Ja, und heute eben aufgestanden, Fernseher. Ich habe versucht, meinen VPN weiter zu basteln. Und dann waren wir essen. Und in den Piraten-Tavernen-Dingsbums war ausverkauft. Also ausreserviert. Wir wollten natürlich das frühe Frühstück, damit wir stehen ja früh auf. Und deshalb haben sie uns eingebucht im, wie heißt es, Dschungelcamp oder wie? Dschungelbuffet. Dschungelbuffet, irgendwie so. Und dort sind auch nette Leute. Und da auch Platzzuweisungen und so weiter. Und dann gibt es aber das Problem, da gibt es jetzt kein Buffet, weil die wollen ja nicht, dass man ins Essen spuckt hier. Ja? Jetzt haben die auf den Tischen schon Teller stehen, auf denen praktisch ein Aufschnitt vorbereitet ist, foliert, damit nichts passiert. Und dann gibt es noch Buffet, wo du bekommst abgepackt, portioniert, Cornflakes, Müsli, Joghurt, Obst, aber so von und zu über. Wollt ihr das sehen? So schaut's aus. Und dann willst du Milch essen und du kannst aber kein Milch essen, weil du keine Milch hast. Dann gehst du hin, sagst bitte ein bisschen Milch in die Schüssel, stellst die Schüssel und sagst, nö, da, nimm die Milchpackung mit. Weil sie dürfen ja nicht ausschenken. Ja, dann haben die so eine Milchpackung. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum liegt die denn bei mir im Zimmer? Weil das Literpackungen sind und du musst die ganze Packung mitnehmen.
Und was du nicht verbrauchst, wird weggeschmissen. Das sind so die Nachteile an den Corona. Und die ziehen uns aber durch. Und die schmeißen dann alles, was angefangen ist, weg. Ich meine, die Milch ist das Extrembeispiel. Alles andere sind ja Mikrobackerl. Und ich habe halt gefragt, darf ich die Milch mitnehmen? Ist ja blöd, wenn man sie wegschmeißt. Und sagen sie, ja, nimm mit. Wow. Es gibt ein kleines Manko. Und das muss ich jetzt ganz offen sagen. Das Buffet ist zu zweit. Das ist eine Insel. Und Ost und West hast du praktisch eine Reihe. Und auf unserer Seite der Ostreihe haben sie diese 1,5 Meter, in Deutschland sind es 1,5 Meter Abstand, 1,5 Meter Abstand, Pickel, haben sie die Schrift in die falsche Richtung aufgeklebt. Jetzt stellen sich die Leute an der falschen Seite an. Und die Leute, Menschen, ja. Und sie haben dann schon so Schnüren gespannt, dass keiner quer in die Schlange springt. Aber der Schnüren ist nicht durchgängig und dazwischen... Das ist ein anderes Kapitel. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass sie Pfeile hinmalen sollten, dass die Richtung stimmt. Aber qualitativ, wow. Und hinter dieser Theke stehen zwei Frauen, also eine Ost, eine West. Und die sind sowas von und so übermotiviert. Und denen ist nicht wahr. Die haben das so richtig zu tun. Ja. Die schenken, also die teilen die Eier aus und den Speck, für die nicht gedacht. Ja. Die teilen die Semmeln aus und die Weckerl, habt ihr gesehen? Und die haben Stress, weil da kommen 50 Leute zeitgleich. Und wenn da mal keiner kommt, dann rennen die und schlichten diese Nutella und Co. wieder nach. Also das sind echt fleißige Menschen da, die hier arbeiten. Ja? Und ich muss sagen, inklusive Lego-Park, ihr wisst, die Lego-Videos kommen dann am Flipperstein-Schmatz-Kanal im September oder so. Da wird viel geschnitten, das wird viel Arbeit. es gibt hier 95% der Angestellten, die schassfreundlich sind. Also, die sind sowas von und zu entgegenkommend und nett und höflich und überhaupt. 5% sind outiert, weil irgendwas gerade nicht passt. Aber offensichtlich ist das Betriebsklima hier echt gut und das, obwohl die jetzt mit den Masken rumrennen. Ja? Die rennen alle mit Masken rum, die Mitarbeiter. Da gibt es keine neue Maske. Und wenn du in der Warteschlange stehst, das mit Abstand, Menschen, da haben die nicht viel Einfluss drauf, aber es sind überall die Pickel, ja? Und die haben wirklich so alle 1,5 Meter das Pickel. Da stelle ich hin, da stelle ich hin, da stelle ich hin, da stelle ich hin. Da können sie nicht für dünnen die Leute von mir zieht das Uhr an. Und da ist ja auf dem Flipperstein-Kanal einige Schimpfereien hören von mir. Aber sobald die wen sehen ohne Maske, hast du schon im Lautsprecher. Dieses Fahrgeschäft ist nur für Personen über 6 Jahren. Und nachdem für alle Personen über 6 Jahren Maskenpflicht besteht, heißt das, bei dieser Warteschlange gibt es nur Menschen mit Maskenpflicht. Also, die geben da aber Tachles, hey. Nix für ungut, ja? Ja, also wir haben viel gegessen. Das Essen am Nachmittag war dann in Marketplace. Also ich glaube nicht, dass ich mir die Zeit nehme, heute alle Fotos reinzustellen. Ich bin gespannt, wie ich das mache. Da müsste man VPN dann aber machen. Sonst wird das nicht sein. Da haben wir auch gegessen. Da werde ich vielleicht im Lego-YouTube-Kanal drüber reden, weil das ja wirklich Lego ist. Da haben wir so wieder diese Gitterpommes gegessen. Ich habe gesagt, wir werden Pommes essen und es sind Gitterpommes und das ist gut so, denn die sind echt okay hier. Ja. Und die sind nicht grausliches Fett und nicht Urfett und auch nicht alt. Vernünftiges Essen. Und da haben sie so ein vegetarisches Gemüsezeug dazu gemacht und eine rote Beete-Creme. Dip. Rote Beete-Dip haben sie es genannt. Also rote Rübendip, das ist so ein rosa Gatsch, aber der ist lecker. Der orange Gatsch ist nicht so toll, aber der rosa Gatsch ist lecker. Und die Frau dort, urnett. Und übrigens, eine Kasse hat Blue Screen, habe ich ein Foto gemacht. Haben wir gedacht, Blue Screen, super, oder? Nicht mal Lego ist gewahrt vor Blue Screen. Ja, ich glaube, ich habe genug geschwafelt für heute. Ich bin hier schon frisch geduscht. Hier ist das Wasser nämlich wärmer als bei uns zu Hause. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Denn beim heurigen Sommer hat die Solaranlage keine Chance, das Wasser warm zu kriegen. Wow, wir heizen hin und wieder mit Holz im Moment. Und jetzt werde ich mal schauen, ob ich das VPN zum Laufen kriege. Und dann schieße ich das Video rüber und dann stelle ich euch das online. Ja, und morgen bin ich dann wahrscheinlich wieder in Österreich, wenn ich filme. Und dann werde ich euch über die Heimfahrt berichten und... Das wird wahrscheinlich nicht lustig werden. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis morgen auf diesem YouTube-Kanal.